Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Temptation Island Habibis. Das ist die wundervolle Sandra an meiner Seite. Hallo Sandra. Hallo. Schön, dass du dabei bist, denn sie war schon mal bei Temptation Island dabei. Das heißt, sie weiß, wie es da abläuft. Ich habe das bis jetzt noch nicht geguckt. Ich war schon ab der ersten Folge schon sehr schockiert. Die erste Folge findet ihr auch auf meinem Profil, Leute. Dann warte mal ab, bis es weitergeht, ne? Weil der Anfang ist ja eher noch ein bisschen entspannt. Und umso mehr die sich dran gewöhnen, umso schlimmere Bilder die sehen, umso mehr eskaliert es. Also das war bis jetzt entspannt für dich? Ja, okay. Klar, das war ja erstmal Vorstellung und ein bisschen... Wir sind jetzt hier in der Villa und alle kennenlernen. Also für mich war das schon ein bisschen so an der Grenze. Schon ein paar Trennungsgründe, muss ich sagen. Ehrlich jetzt? Ja. Okay, gut, dass du nicht meine Staffel gesehen hast. Habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht muss ich die mal gucken. Mal gucken, ob wir da noch so Freunde bleiben. Nein, Spaß. Mich würde das unnormal freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Denn ich werde jetzt jede Woche auf Temptation Island reagieren. Sandra, lass nicht so lange fackeln, oder? Sollen wir einfach gucken? Temptation. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen, wie ist denn die Lage? Ich vermisse den Mo schon, ja, schon doll auf jeden Fall. Seine Nähe, dass wir zusammen einschlafen, kuscheln können. Ich habe halt so ein T-Shirt von ihm auch mit dabei, was immer neben meinem Bett liegt. Und ich habe heute Morgen auch so aus Reflex einfach dahin gegriffen und direkt so dran gerochen, weil ich habe ihn halt einfach vermisst. Wenn die Arme wüsste, in der Villa bei dem Typen ist eine Frau, mit der er mal was hatte. Ah ja, ja, genau, stimmt. Und er weiß, dass sie was dagegen hat, wenn er mit ihr da kommuniziert. Also er weiß, dass sie safe was dagegen haben wird und trotzdem hat er Kontakt zu ihr die ganze Zeit und chillt mit ihr. Ja. Aber weiß sie das schon? Das weiß sie, nein, das weiß sie noch nicht. Okay. Wofür sind wir hier? Um die Liebe zu testen und der Verführung zu widerstehen. Also gibt's die erste Herausforderung. Liebe Mo, lieber Josh, liebe Tamo und lieber Phil. Am ersten Abend habt ihr bereits euer Single-Frauen kennengelernt. Heute dürft ihr mit Lali, Sandra, Anastasia und Victoria auf ein sonniges Baby. Was? Baby-Kuh-Date. Barbecue. Wayo. Nein, das hat er nicht gesagt. Wayo, das könnte ich sein. Ja, ich kann auch kein Englisch. Barbecue. Ja, okay, gut. Aber das sind drei Buchstaben. B, B und Q steht da. Das sind ja nur drei Buchstaben. Und der hat B, B ausgesprochen. Wie schön der Tisch ist. Bibiku. Auf uns alle, oder? Schön, dass wir da sind. Auf dem Tisch. Auf ein schönes Barbecue. Wird hier alles dran gesetzt, jetzt von eurer Seite irgendwie uns aufzureißen oder mit unseren Partnerinnen auseinanderzubringen? Wie ist so euer Vibe? Wir bringen euch ja nicht auseinander, das macht ihr selber mit euren Taten, Männer. Gute Antwort. Stark. Lass uns mal lieber Spiel zocken jetzt. Okay, Freunde der Sonne. So, es geht weiter. Wir fangen an. Wenn man schon mal gemacht hat, muss man trinken. Ja. Genau, genau. Also, nachdem eine Frage in die Runde geworfen wurde, muss jeder, der mit ich schon antworten kann, was trinken. Ich habe noch nie in die Dusche gepinkelt. Nur in die Dusche. Benutzt das Klo. Richtigen Strahl. Ich habe noch nie jemanden in der Villa auf den Hintern geguckt. Also ich war ja schon bei einer Temptation Villa. Trink. Aus Versehen. Aus Versehen. Boah, würdest du dich das eigentlich aufregen, wenn dein Freund anderen Frauen auf den Arsch guckt? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, ich finde das nicht schlimm. Also, ja klar, wenn das jetzt so krass ist, so, boah, ne, wie die aussieht und der macht Kommentare dazu, aber wenn er nur mal guckt, ich finde das gar nicht so schlimm. Ist es schon schlimm, wenn die Frau jetzt bei einem anderen gucken würde? Also, wenn da jetzt so einer am Poolrand steht und so geilen Körper hat und ihn die ganze Zeit anguckt, weil die würde so einen Ellbogen in den Kopf bekommen. Aber was soll sie denn sonst machen? Guck mich an, was guckt sie denn so, den Typen an? Du bist auch da. Ja, soll den Typen. Ja, okay, wenn du da bist, dann ist es ja logisch, dann hat der Typ gar nicht da zu sein. Nee. Aber kann ja sein, dass sie das macht. Dann bin ich sauer. Oh Gott, das ist anstrengend. Wir lassen krachen Hawaii dann kommen. Das habe ich mal geliebt, so Motto-Partys. Ab nach Hawaii, Digga, ab nach Hawaii. Wir sind dabei. Wir
wirklich Bombe. Die Party ist heute auf jeden Fall wesentlich besser als gestern, die Stimmung auch. Also die Jungs sind viel lockerer drauf. Phil ist noch ein bisschen zurückhaltend, aber Josh und Mo, die sind schon flirty unterwegs, ja. Chicken McNuggets, Alter, let's go, ne? Ich denke, Nasrin wird überrascht sein. Ich meine, es ist Tag 2 und es gibt kein Mädchen, das er nicht angetanzt hat, nicht angesprochen hat oder nicht angeflirtet hat. Und das ist ein Brett. Josh ist... Also das ist wirklich krass. Er ist sehr touchy. Also seine Hände sind überall. Nur nicht da, wo sie sein sollten. Also ich persönlich finde das auch schlimm. Also seine Freundin tut mir jetzt schon leid. Guck mal, okay, so am Arm nehmen, dieses hier, das ist für mich okay. So, man freundet sich an, nimmt einen Arm. Aber am Popo packen? Nein, nein, nein. Nein, nicht mit Popo. Die Kameras sind überall, mein Freund. Kannst du nicht heimlich machen? Ich weiß es noch nicht inwieweit, aber vielleicht ist es ja so aus Versehen gewesen. Dann, ich glaube, also wenn es gibt halt so Menschen, die halt so gerne Berührungen haben und so. Das muss aber nichts Sexuelles sein. Das heißt, in dem Moment, guck mal, er hat ja jetzt auch viele Frauen. Wenn das jetzt nur eine wäre die ganze Zeit, ist vielleicht wieder was anderes. Guck dir mal sein Gesicht an. Sexuell? Ja, nein? Ah, ich weiß nicht. Ich finde das jetzt beobachten. Noch finde ich es nicht schlimm. Ist okay. Aha. Nein, hab ich nicht. Liebe. Warum seid ihr so loco? Nee, betrunken. Das heißt? Loco heißt crazy. Ich hätte dich umsonst langweilig tätowiert. Oha, zeig wieder. Ihr Tattoo. Guck mal, die anpasst. Sag mal so, der nee. Josh, er ist schon offen. Er ist gut offen, aber Josh ist auf jeden Fall krass. Ja. Ja. Und er denkt halt, dass die Frauen so voll auf den stehen und voll auf seiner Seite sind. Aber Bruder, die wollen dich einfach knacken. Wir gucken uns jetzt die Frauen an. Großer Unterschied, glaube ich. Unicorn Party ist eine Einhorn-Party mit vielen bunten Süßigkeiten, vielen bunten Outfits. Crazy Vibes, hoffentlich später weniger Klamotten als am Anfang. Hättest du gerne. Ey Leute, Pinata, ja oder nein? Ja, jetzt Pinata. Ja, also mein Ziel war eigentlich nur auf die Piñata einzuhauen. Aber die Männer meinten dann, ja, denk an die Single Ladies. Denk an die Frauen drüben, denk an die Frauen drüben! Also, wir haben einen großen Unterschied zwischen den Männern und den Frauen gesehen. Also die Männer, oder beziehungsweise der eine Typ da ist sehr touchy unterwegs. Also die Männer, die Frauen verhalten sich bis jetzt gut. Der Typ, der jetzt kommt, verhaltet sich nicht gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin tiefenentspannt. Ich genieße meine Kopfmassage. Geht ein kleiner Fisch. Also der Josh, ihn genießt und natürlich auch die Aufmerksamkeit von den ganzen Girls. Ach Leute, wie schön ist es hier? Mit dir wundervoll. Mit mir ist danke dir. Ich habe mit einigen Girls ganz gut connected heute. Kann man nicht verleugnen. Und es tut so gut, einfach abzuschalten. Was heißt das? Ja, das ist eine Durchsage, dann kommt es an den Bildschirm. Eine schöne Villa. Sehr gut. Gott sei Dank war ich oben. Hä? Von daher habe ich alles im Blick gehabt. Also sah auf jeden Fall schön aus, würde ich sagen. Spielen dieses Spiel. Dieses Farbenspiel. Christian. Junge, Krise. Krise. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's verdammt ernst. Oh, nee. Alles gut, alles gut. Alles gut. Wie fühlst du dich? Scheiße. Die Frauen tun mir jetzt schon leid, ja. Guck, wie die gucken. Diese Zeit, sie ist so lange. Und in genau diesen Sekunden malst du dir alles Mögliche aus, was du jetzt sehen könntest. Wie weit ich weiß ja nicht, was passiert hier bei Temptation Island. Und wir haben auch immer gespannt, was kommt. Ich bin richtig aufgeregt, richtig nervös. Ja. Ja. Und
zeigt Bilder. Liebe Frauen, eure Männer haben sich mit ihren Verführerinnen sehr gut eingelebt. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch heute Abend beim ersten Lagerfeuer. Ich freue mich auf euch. Das war's? Ja, es geht nur zum Lagerfeuer. Liebe Männer, eure Frauen haben mit ihren Verführern ziemlich viel Spaß. Deshalb wird es Zeit, euch die ersten Bilder zu zeigen. Wir sehen uns heute Abend beim ersten Lagerfeuer. Ich freue mich auf euch. Du bist ja komplett ruhig. Ich glaube, er muss so mit seinen Emotionen kurz. Ja, ich habe auch Schiss vor den Bildern, die sie kriegt. So. Du hast ja nichts gemacht, Mann. Ja, nee, aber so, trotzdem, du weißt ja, wie es ist. Er kann gut Bälle einfangen, auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem, wir haben, nicht wir schön haben zu doch, sehen, wir haben so. Doch alles, was ich gemacht habe, ist auch nicht schön für sie, so wahrscheinlich. Okay, schon mal gut, dass er es checkt, dass es nicht schön ist, was er mal gemacht hat, so. Es gibt Leute, die checken das nicht. Er reflektiert das gerade. Und ich hoffe, es ändert sich. Bitte. Aber das Problem ist, dass es ja jetzt schon, es ist ja schon passiert. Ja. Das heißt, die Freundin kriegt ja definitiv diese Bilder da. Händchen haltend. Und du weißt ja jetzt nicht, wie die Freundin darauf reagiert und also wie sie weiter dann macht und wie er weitermacht. Ja, das ist dann so ein Konkurrenzkampf. Mhm. In einem anderen Universum würde ich mich vielleicht verlieben so in dich. Ja, also... Okay, guck mal. Okay, das ist so etwas, was ich krasser finde von allem. Da kann mal so eine Hand sein oder so ein bisschen touchy und so, ja, aber zu sagen, in einem anderen Universum würde ich mich in dich verlieben, obwohl du eine Freundin hast, nein. Okay, nein. Und wie diesen dumm. Satz, den hört die Freundin. Wie dumm der ist. Den hört sie beim ersten Lagerfeuer. Jo, oh Gott. Ja, jetzt tut sie mir schon leid. Nein. Ja, bei mir wird es auch nicht anders sein. Das ist halt meine Sorge, dass sie das vor allem nicht feiert. Dass wenn dann Bilder kommen, wo man halt merkt, okay, da ist einfach eine Bindung da, so, auf gewisse Art. Oder das macht was mit mir. Das wäre natürlich tricky. Ja, wenn ich deinen Satz hören würde, würde es auch was mit mir machen. Habe ich gecheckt, wo wir sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Stellt euch mal vor, da ist wirklich eine dabei, die früher schon mal was mit irgendjemandem von unseren Partnern gehabt hat. Ne? Boah, das wäre hart. Stimmt doch, ne? Und dann sagt auch die richtige, boah, das wäre hart. Ja? Weil das ist die Freundin. Ich muss erst gucken, wer das alles ist. Stimmt, stimmt. Ach, krass. Sehen auf jeden Fall alle gut aus, ne? Es ist einfach wahr geworden. Nein. Boah, ich hab Gänsehaut bekommen. Die hat jetzt mitbekommen, dass da eine Person bei ist, die was mit ihrem Freund hatte. Und die tut mir jetzt schon richtig leid, ja. Und wenn ihr jetzt gleich die Bilder sieht, wie er mit ihr geredet hat, boah, das ist schon sehr krass, ja. So, Leute, das war's mit der Folge 2 von Temptation Island mit der tollen Sandra. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt uns einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Jede Woche wird eine Folge online kommen. Es kommen noch andere Formate, deswegen seid gespannt, dass du hier warst. Dankeschön. Danke für deine Meinung. Ich wünsche dir alles Gute. Ganz viel Liebe, Momo und Sandra. Temptation. Kannst du es nicht. Mach du mal nochmal. Temptation.